Und wenn wir jetzt diesen Schalter umlegen, sollte was ganz Cooles passieren. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, wir spielen wieder Let's Play Create. Nice, ja. Und ich habe etwas Neues vorbereitet. Und zwar holen wir mal ganz kurz den Fahrstuhl und dieser sterben wir nicht. Oh, da kommt. Uiuiui. Genau, wir fahren mal kurz nach unten. Und da geht es auch schon abwärts. Wer jetzt vorhin nicht gesehen hat, sollte die schleunigst nachholen. Okay, wer sonst ist das unten alles neu für ihn? Okay, schon mal aufstehen. Guten Tag. Genau. Und zwar, ihr seht, die Wand ist immer noch rot. Nice. Aber egal. Ja, ich habe unser Lager ein bisschen erweitert, wie ihr vielleicht seht. Ein paar mehr Items sind hinzugekommen. Vorher auf dieser Seite habe ich ordentlich was gefarmt. Und ja, wir kommen endlich zu den Hühnern rein, indem wir einfach hier den Hebel umlegen. Und ihr seht schon, die Wand fährt einfach auf. Können wir aber durchlaufen und haben dann hier die Tür zu unseren Hühnern. Du bleibst da. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, dich da extra wieder reinzuschlören. Bye, Hühnchen. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Nein, natürlich nicht. So bin ich nicht. Ihr kennt mich doch. Ja, wie ihr seht, habe ich hier noch ein bisschen. Oh, ist das Dach eigentlich zugemacht? So, ich habe das Dach zugemacht, genau. Und ja, eine rote Wand. Und hier ist ein Knopf, das ist auch sehr auffällig, oder? Oh mein Gott, die Wand hat sich runtergefahren. Wow. Genau. Und ja, die fährt natürlich auch gleich wieder zurück. Zurück, habe ich gesagt. Dankeschön. Genau. Und wenn wir jetzt nach links schauen, seht ihr was? Ja, wir haben eine kleine Disco. Und ihr habt gerade gesehen, die Uhr hat sich bewegt. Ja, Hype Level 01 oder 1, je nachdem. Und das Coolste an dieser Mod ist, das Feature habe ich neulich erst rausgefunden. Nehmen wir uns einfach mal Pickstep und die beiden hier. Legen wir eine hier hin, die andere dahin. Genau, und wenn wir jetzt diesen Schalter umlegen, sollte was ganz Cooles passieren. Hey, sie tanzen. Das sieht so dumm aus. Wir kennen dazu auch noch tanzen, pass auf. Cool. Okay, weil die mal zusammen klingen irgendwie schrecklich. Jetzt seht ihr hier, die nehmen einfach die CDs raus und platzieren die wieder hier. Das ist das Coole. So, wir brauchen einfach nochmal Pickstep. Die haben wir nicht. Haben wir wohl. Pickstep, Pickstep, Action. Oh, jetzt erstmal, dass das komplett synchron ist. Das sieht doch übelst geil aus. Thank you.
So, und Leute, damit wir den Hype-Train noch ein bisschen erhöhen hier, ne? Ich steht ja nur auf 1. So, mal ganz kurz was gefixt und die Musik ist zu Ende. Und jetzt tun wir einfach den Hebel wieder umlegen, dann geht die an der Seite an, nehmen die Schaltplatte raus, platzieren die auf den Tisch und ihr seht, das Licht geht wieder an. Hey, wollen wir es nochmal? Komm. Energie, wir wollen es nochmal hören. Die da immer alle anfangen zu tanzen, das ist so lustig. Komm, wir erhöhen den Hype-Train. Hype! Level 2. Aber wisst ihr was, ich finde die Tanzfläche ist zu klein, oder? Genau, und ihr seht, wir haben ja einen Disco-Floor und weiteren. Ich kann es wahrscheinlich so einbauen, dass man, wenn Hype für Level 15 erreicht wird, dann die Tür aufgeht. Komm schon, Level 3. Komm, 4. Die Musik hat was. Ah ja, Pixel ist schon eine coole Musik. Vor allem, wenn die Musik ausgenommen wird, hören sie auch einfach alle auf zu tanzen. Das ist so komisch. So, komm, machen wir hier Level 15, bevor dass er sich resettet. 14, Level 15. So, jetzt seht ihr, wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, dann zack. Jetzt fährt sich nämlich der Pisten zurück. Dat. Und es hat wieder. Wait a minute. Nun gut, der Hype-Train steht nur hier auf Level 01. Und ja. Weiß gar nicht, ob man es mitbekommen hat, aber als die Musik abspielt, achtet mal auf die Zernräder. Die fangen sich dann auch an zu drehen. Ich finde, das ist ein geiles Feature. Aber naja. Machen wir die Musik immer aus. Machen das hier zu. Und da seht ihr gerade, wie die Technik ist. Der Boden dreht sich einmal. Und bye bye. Also, ich liebe meine Base jetzt schon. Ja. Wie viele Eier haben wir? 400. Ein guter Ertrag. Und damit wäre es auch für diese Folge. Party. Hey. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer.